Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Gräber. Ja, ich bin, wie in der letzten Folge besprochen, noch am Bein pressen und das werden wir diese Folge, denke ich mal, auch durchaus fertig bekommen, wenn ich nicht immer zu weit fahre und so. Mensch, was ist denn mit meiner Stimme schon wieder los hier heute? Ja, das muss ja schließlich gemacht werden. Na, sehr schön. Ich meine, die Ballenpresse an sich finde ich ja, völlig okay, ja. Also kann man, die macht, was sie soll. Aber ich hätte schon ganz gerne doch tatsächlich mal was anderes. Naja, mal gucken. Vielleicht mal im Urlaub, mal eine Runde stöbern. Da werden wir bestimmt irgendwas finden, was wir mal auch austauschen können hier auf der Map. Bis auf den Valtra ist ja alles austauschbar hier auf der Map, ja. Das ist ja das Einzige, was zwingend bleiben muss. Nein, effektiv ist alles austauschbar. Aber es gehört eigentlich bei mir mittlerweile so dazu, dass ich irgendein Lila Valtra oder irgendein Lila Fahrzeug an sich auf der Map habe. Egal auf welcher Map. Ist halt einfach mal so. Aber den wollte ich auch austauschen. Wenn es so richtig tolle Sachen gibt, wo ich sage, jawohl, die muss ich alle haben. Und damit ich alle haben kann, muss ich auch einen Baltra opfern. Wollte ich das natürlich selbstverständlich tun. Vielleicht. Ach nee. Mensch, das sieht schon fast aus hier wie komplett kaputt gefahren, ja? Ja, du motzt da nicht rum. Du wirst ja gleich voll sein und dann wirst du deinen Ballen los und dann darfst du einen neuen Ballen machen. Ist kein Problem. So viele sind es nicht. Mal diese aufdringlichen Ballenpressen mit ihrem Gepiepe. Manu. Komm, geh mal zur Seite. Danke. Nett von dir. Ballenball. Traktorball oder wie auch immer, ne? Halt nur nicht mit Ball, sondern mit Ballen. Ball oder Ballen spielt doch eigentlich überhaupt gar keine Rolle, oder? Oh mein Gott, es geht schon wieder los. Nein, jetzt werde ich gestrikt. Map, 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 map. Komm. Wir sind doch gleich fertig. Wir sind gleich fertig. Krieg dich ein, kleine Presse. Das ist gleich hinter dir. Eigentlich ist Ballenpressen eine total meditative Arbeit. Ist euch das mal aufgefallen? Das Einzige, worauf man achten muss, ist, dass das Ding vielleicht von Zeit zu Zeit auch mal voll wird. Eigentlich kann man doch so ganz entspannt so vor sich hin werkeln und drehen hier. Eigentlich doch gar nicht so verkehrt, oder? Sieht das bei euch aus? Presst ihr gern Ballen oder sagt ihr, ne, ich sammle das ein? Na, ich hätte ganz gern den ganzen Spat hier weg. So, wenn wir die alle haben, dann gucken. Was in die Kurve. Dann gucken wir mal, wo noch die ganzen Reste liegen. Je nachdem, wie voll die Maschine dann ist. Hier liegt noch ein großer Rest.
Na, die kriegen wir bestimmt nicht mehr voll. Hier liegt noch was rum. Nee, kriegen wir nicht mehr voll. Aber das macht doch nichts. Jetzt fängt es an, die ganz kleinen Häufchen einzusammeln. Isa, lass es sein, das wird nicht mehr voll. Ja, ich weiß. Gut. Dann stellen wir die auch da oben hin. Dann haben wir alles, was mit Gras und Wiese und so zu tun hat, hier stehen. Aber das ist ganz gut. Nein, nicht gegen die Laterne, nein. Danke. Tja. Sammeln wir uns die eine, dann sind wir damit schon durch. Das geht doch ruckzuck. Da braucht nur noch der Helfer mit dem Ansehen fertig werden. Beziehungsweise kann ich das ja dann unter Umständen fertig machen. Ja, das könnte ich ja wirklich machen. Je nachdem. Sparen wir ein bisschen Helfertaler, ne? Hilft der Helfer eigentlich überhaupt noch? Er hilft schon lange nicht mehr, so wie es aussieht. Warum habe ich das mitbekommen? Habe ich das mitbekommen und nichts gesagt? Mal, mal speichern mal zwischendurch hier. Ich glaube, das ist ja ganz gut so. Hallo? Ach, habe ich aus Versehen rausgezoomt. Was? Wieso stehst denn du hier? Ich sehe mal dein Problem, ey. Hier, wegen diesem bisschen hier. Das war ich aber nicht beim Flügen. Das war schon. Oh, ja, da. Ist doch hier furcht, verdammt. Also nicht ich, aber. Hab nicht gesehen, dass da auch noch Kalk liegt. Aber macht nichts, das wird ja hier mitunter gearbeitet. So, und jetzt mach hier bitte Mais. Danke. Oder bitte in die Richtung des Feldes. Nicht in die. Denn da ist kein Feld. Ja? Wunderbar. Haben wir das jetzt auch geklärt. Bin stolz auf dich. Dankeschön. So was. Diesen Helfer. Nicht aufregen, Isa. Es hat keinen Sinn. Es ist. Nein. Na, ah, ich sehe schon. Also, wir müssen auf jeden Fall in der nächsten Runde, wenn das Gras wieder gewachsen ist, alles nochmal machen. Haben wir alle Ballen? Haben wir alle. Ja, aber gucke. Fast voll der Wagen. 10 Ballen ist in Ordnung. Kann man doch machen, oder? Das ist hinzukriegen. Entschuldigung. So, und jetzt machen wir das mal ganz unproblematisch, damit die auch ja weiter produzieren können, die kleinen Schnuckelschnuten. Packen wir die Ballen da erstmal hin. Dann kann ich nämlich ganz in Ruhe vorspulen und weiß, die sind gut versorgt. Ja, ich weiß, ihr mögt das nicht so, aber da müsst ihr jetzt durch. Aha, habt ihr ja auch noch Dreck gemacht. Ach, Schnuckels. Warum macht er denn sowas? Z, ne? Gucken wir doch glatt mal, wie es hier überhaupt aussieht bei unseren kleinen Schnuckels. Sauberkeit. Aber guck, die haben noch fast alles. Ach, toll.
Dann brauchen wir eigentlich gar nicht reinmachen. Wieso war ich in der festen? Ach so, weil wir keine Ballen mehr auf Lager haben. Oh, das war der Grund. Na, pass auf, dann brauchen wir die ja doch nicht hier draufstellen. Dann nutzt uns das ja nichts. Dann machen wir das jetzt so. Und machen das so. Und jetzt fallen die alle schön um. Richtig? Richtig. Warum auch nicht? Danke. Macht ja nichts. Guck mal, das sieht aus wie so eine archäologische Fundstätte, ja? Da ist eine Säule umgefallen. Ist ja bei den alten Griechen und Römern, ne? Immer dieses... Sind ja keine durchgehenden Säulen. Großteils jedenfalls nicht. Sind ja alles immer so eine Stücken. Die dann mit so einem Zapfen miteinander verbunden sind. Geht da? Ich baue mir ja meinen eigenen archäologischen Park hin. War so nicht geplant, aber nur mein Gott, hat auch nicht jeder. Gut. Aber dann sind die beiden erstmal da, wo sie hin sollen. Aktuell passiert den beiden ja noch nichts. Ist ja noch alles schön. So, dann können wir den wieder da hochbringen. Eigenartig aus hier mit dem Stroh. Naja, müssen wir wohl mal ordentlich wegpacken, wa? Ja, ich mach das langsam, sonst geht das erst recht gegen den Baum. Na, guck. Wie ein Profi. Fast. Ja. Wie ist denn das da drüben? Müssen wir Stippvisite machen oder eher nicht so? Ne, fährt noch. Wunderbar. Ich habe nichts gesagt. Juti. Dann lassen wir den da machen. Ah, wir hatten diesen Drescher hier so hingeparkt. Das geht ja mal gar nicht. Ich war das nicht. Ich streite alles ab. Ja, war ja klar. Ich brauche den ja eigentlich eh gleich. Also eigentlich braucht man gar nicht wegparken. Entschuldigung. So. Ist ja denn die Frage, kommt man hier raus? Wenn das so schön enge ist. So. Ja, funktioniert. So, Moment. Ich wollte das hier anders machen. Dann nutzt man doch lieber die Zeit sinnvoll, während der Helfer... Ist ja man hier los? Und warum zur Hölle liegt hier so viel Müll? Ich habe den da nicht hingelegt. Kann da nicht wahr sein. So, dann kommen wir hier weg, lieber Hänger. Das war jetzt so klar. Bleibst mal hier so stehen. Dann holen wir nämlich mit dir den ganzen Mist hier weg. Ich könnte eigentlich schon fast überlegen, ob man sich bei der Menge an Schweinen, ob da dieses Autolot vor der Wand denn eine sinnvolle Alternative wäre da hinten beim Mist. Dann bräuchte man nur hier vorne ein bisschen schippen. Aber nee. Warten wir mal ab, wie das denn hier mit Seasons läuft. So. Brauche ich nämlich nicht mit dem Kleinen hier. Ich meine, der macht total Laune, ja. Also müssen wir für den wirklich noch eine schöne Aufgabe überlegen. Aber die 3000 Liter sind jetzt bei der Menge Mist. Nö, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht ein Tucken zu niedlich. Aber nur vielleicht.
dahin. Dann sollte das doch hier funktionieren. So, habt ihr ordentlich Käckerchen gemacht, ihr kleinen Süßen? Ja? Ah. Genau deswegen seid ihr da. Euer Fleisch will ich nicht. Ich will euren Mist. Wir nehmen bei unserem Dünger schön am Laufen halten. Boah, dann bin ich mal gespannt, was so die nächste Verkaufsaktion an Talerchen bringt. Weil ich dann erstmal schauen werde, dass ich natürlich die Saatgutproduktion noch hier drauf kriege. Weil das noch so eine Sache ist, von der wir ja wirklich auch einen absoluten Nutzen haben. Die können wir nur wirklich gut hier brauchen. Aber die kostet halt auch einen ordentlichen satten Schein. Ja. Wieso backt denn der da so rum? So schlimm ist Mist jetzt nur auch wieder nicht. Joa, da kannst du noch eine Weile schippen hier, wa? Jeha! Man sollte auch die richtigen Tasten drücken. So, man sollte auch alles hoch genug machen. Oh mein Gott, das ist Regen angekündigt. Na mal gut, für die Wachstumsphase ist es ja dann gut. Hauptsache denn nicht dann, wenn es erntereif ist, nicht, dass ich noch einen Tag mehr vordaddeln muss. Das wäre schade. So, guck mal. Dann haben wir doch den linken Teil des Haufens schon weg. Und nur noch den rechten Teil. Na, so wenig ist das gar nicht. Summiert sich ganz schön hoch. Na gut, ihr Lieben, ich würde aber sagen, ich mache das hier fertig. Und dann, ja, werden wir mal schauen, was wir in der nächsten Folge machen. Lasst euch überraschen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ernten wir dann schon wieder. Na gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, wie immer, bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen traumhaft schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Ne? Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.